Herr Böhm! Einen Moment. Haben Sie nicht etwas vergessen? Ja, was denn? Sie sollten doch noch die nächste Nummer ansagen. Sagen Sie mal, wo sind Sie überhaupt? Können Sie das nicht etwas höflicher sagen? Aber bitte sehr. Sehr verehrter Herr Böhm, wenn es Ihnen keine Mühe macht, könnten Sie die Güte haben, die nächste Nummer anzukündigen? Bitte, warum nicht gleich so? Mit Höflichkeit erreicht man alles. Was wollte ich denn bloß schnell? Ach ja, richtig, ich weiß es schon. Höflichkeit. Warum können die Menschen nicht zueinander höflicher sein? Zum Beispiel der Richter zum Beschuldigten. Sie wissen, die Menschen, Millionen Menschen sind befallen vom sogenannten Ratetick. Wir haben einen Vorschlag. Was wäre, wenn der Richter und die Herren Geschworenen ihre Untersuchung genauso liebenswürdig machen würden, wie etwa Robert Lemke, der mit fast österreichischem Charme seine Sendung leitet, Was bin ich? Das würde ungefähr... Verhandlung geht gleich los. Würde ungefähr so aussehen. So, der Nächste, bitte sehr. Guten Tag. Guten Tag. So. Herzlich willkommen im Grauen Haus. Das ist Herr Woditschka aus Wien. Bitte für diejenigen, die jetzt mitraten wollen, machen Sie einen Moment die Augen zu, da schauen Sie weg. So, Herr Woditschka, wollen Sie bitte so nett sein und machen Sie eine für Ihren Beruf charakteristische Handbewegung. Ich glaube, wir können beginnen. Herr Woditschka, Sie sind selbstständig. Ja. Aber ich darf annehmen, dass Sie einen Beruf haben. Ich würde es eine Berufung nennen, aber wir können ja sagen. Ja. Brauchen Sie für Ihren Beruf eine Sonderausbildung? Nein. Nein. Erst hinein ins Schwein. Nachdem Sie keine Berufsausbildung brauchen, so ist das, was Sie machen, reine Talentsache? Ja. Macht Ihnen das, was Sie machen, Freude? Ja. Macht es auch anderen Menschen Freude? Nein. Sie sagen also, dass Ihr Beruf anderen Menschen keine Freude macht. Gehe ich richtig in der Annahme, dass auch andere Menschen Ihren Beruf ausüben könnten? Ja. Könnte zum Beispiel ich Ihren Beruf ausüben? Ja. Und Sie glauben, dass auch mir Freude machen würde? Jein. Also, ich würde eher mit Nein antworten. Üben Sie Ihre Tätigkeit in einem geschlossenen Raum aus? Das erste Geständnis. Herr Woditschka arbeitet sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien. Hm? Fertigen Sie etwas an. Nein. Ich kann also ausschließen, dass Sie Falschmünzer sind. Ja. Kommen die Leute, die sich für Ihre Arbeit interessieren, zu Ihnen? Nein. Es ist also so, dass Sie Ihre Interessenten aufsuchen? Ja. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie sich mit Ihren Kunden irgendwo auswärts treffen? Ja. Kennen die Kunden diesen Treffpunkt? Nein. So. Es ist also so, dass die Kunden zufällig dorthin kommen, wo Sie gerade sind? Ja. Sind Sie ein Wegelagerer? Nein. Gehen die Kunden, die sich mit Ihnen getroffen haben, befriedigt fort? Nein. Gehen Sie befriedigt fort? Ja. Die Leute verlassen also den Platz nicht, an dem Sie sie getroffen haben. Verkaufen Sie Wohnungen? Nein. Ich passe. Ja. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie zur Ausübung Ihres Berufes ein Werkzeug benötigen? Ja. Ist es ein schweres Werkzeug? Ja. Ist es aus Holz und aus Eisen?
Ja. Könnte zum Beispiel ich dieses Werkzeug in meiner Wohnung haben? Ja. Ist es eine Axt? Ja. Sie sind ein Mörder! Ja! Ja! Das war wirklich ein nettes Spiel. Also, warum nicht gleich? Wie sagen, ihr wart schon so nah dran. Lieber Herr Woditschka, hier haben Sie 90 Schilling. Das passt so gut zu Ihrer Anstaltskleidung, die Sie bald tragen werden. Hier ist das Glücksschwein und auf Wiedersehen dann bei der Hauptverhandlung. Lieber Herr Woditschka, auf Wiedersehen. Der nächste Verbrecher, bitteschön.